Vor 10 Tagen habe ich die T180 hier an der Blies, unser nächstes größeres Fließgewässer, ausgebracht. Zu der Zeit hatte die Blies noch ein wenig Meerwasser und die Stelle hatte ich mir ausgesucht, weil es dort 2 kleine Zugänge zum Wasser gibt. Auf meiner Seite recht rustikal und steil den Hang herab und auf der anderen Seite von den Rindern ständig begangen und ausgetreten. Ich habe die Stelle ausgesucht, weil ich der Meinung war, dem Schwarzstorch könnte es hier gefallen, mit dem direkten Zugang ins mittlerweile tief abgesunkene seichte Wasser. Aber leider fand er die Stelle nicht so toll wie ich. Eine Schwarzstorchsichtung gab es nicht. In den 10 Tagen gab es jedoch ca. 200 Aufnahmen mit Rindern, die in größeren oder kleineren Gruppen die Flucht ins kühlere Nass suchten. Mit unveränderten Tageshöchsttemperaturen über 35 Grad ist das kein Wunder. Wenn ihr die Temperaturangaben in den Filmen seht, denkt bitte daran, dass die Kamera kurz über dem Wasser hängt, in einer schattigen Ecke, dazu recht zugig und die Aufnahmen sind von morgens bis abends. Ansonsten schaute das Nutria ein paar Mal vorbei, aber eine Lieblingsstelle scheint das auch nicht von ihm zu sein. Das Nutria, man nennt es auch Biberratte oder Sumpfbiber, stammt aus Südamerika. Eingewandert sind sie, weil man sie vor ca. 100 Jahren wegen der Felle gezüchtet hatte. Das Nutria ist eigentlich ein Pflanzenfresser, der bei uns in großer Stückzahl vorkommt. Doch Brennnesseln gehören wohl nicht zu seinen Lieblingsspeisen. Längeren Besuch hatte ich dagegen von einem Graureiher, der mal hier und mal da auf der Seite des Flusses saß. Und obwohl sie sehr scheu sind und bei jeder Kleinigkeit lärmend und wegfliegen, hat er die Kamera nicht entdeckt und blieb direkt davor. Nicht mal, als er ganz nah mit dem Kopf vorbeikam, um einen Fisch zu schnappen. Dafür wurde er dann auch belohnt. Auf der anderen Seite waren auch Störche zu Besuch. Das Feld mit den Rindern ist zwar voll mit einer sehr, sehr großen Menge Nilgänse, ich denke es sind 200 Stück, aber denen gefiel wohl der Weg ins Wasser überhaupt nicht. Einen Fasan allerdings hätte ich hier nicht vermutet. Ich denke, er ist auch sehr vorsichtig. Wahrscheinlich hat ihn ein Fuchs am Schwanz erwischt, denn die stolzen Fasanenfedern, normalerweise lang und prächtig, sind ziemlich zerrupft. Auch ein paar Stockenten kamen vorbei und eine Libelle zeigte Gefallen an der Stelle, also doch etwas Tiere aus dem Wasser. Und wie überall im hiesigen Bereich sind Jungfüchse unterwegs. Und so auch hier an dieser Stelle. Das oberhalb liegt ein Gerippe eines mir unbekannten Tieres, leider ohne Schädelskelett, aber mit sehr kräftigen Rückenwirbeln. Es wäre interessant zu wissen, was es einmal war. Hier verschwindet nun der Fuchs direkt an der Blies hinein ins Dunkle und ich wundere mich immer, wo sie überall jagen. Ja, und dann kommen wir zum Höhepunkt der 10 Tage Wildkamera. Zunächst erkenne ich 2 schwimmende Augenpaare und dachte an die überall anwesenden Nutrias. Doch was sich da aus dem Wasser stemmt, ist ein Übernutria. Daher nochmal in Zeitlupe. Wir sehen ganz klar, wie ein Tier von Land ins Wasser taucht, während das andere schon zum Ufer unterwegs ist. Uns besucht ein Biberpärchen. Sie, vermute ich, schwimmt gegenüber irgendwo hin und er zwängt sich hier aus dem Wasser. Und die Gegenüberstellung mit dem gerade eben dagewesenen Fuchs zeigt, wie mächtig dieser Biber ist. Sie können bis zu 1,40 Meter lang werden, das sind wahre Kolosse. Man sieht, wie er hier wühlt und auch etwas zu fressen findet. Und wenn er jetzt aussteigt, erkennt man sehr gut die zum Schwimmen ausgebildeten Hinterfüße, aber auch seine Kelle. Das ist dieser mächtig große Schwanz, der gleich zu sehen ist, den er zum Rudern und Steuern benutzt.
das klare Erkennungsmerkmal eines Bibers. Hier mitten in der Mastau ein Biberpärchen, das ist schon etwas Besonderes. Denn er steht auf der roten Liste, auf der Vorwarnliste und gehört zu den streng geschützten Arten in Deutschland. Ich habe die Sichtung an die Organisation Projekt Biber der Locke-Schmidt-Stiftung geschickt und erfahren, dass die Biber erst im Winter vermehrt an Bäumen gehen und es nicht verwunderlich, wenn ich keine Fraßspuren an den Bäumen finde. Ich danke insbesondere Frederik Landwehr von der Organisation für die fachliche Information und empfehle euch für weitere Nachforschungen die Seite Moin-Biber, die ich im begleitenden Text verlinke. Das Thema hat mich so gereizt, dass ich unterwegs bin nach Lautskirchen, um hier die Biberburg zu sehen, und das Glück war mir hold, ich sehe gerade noch einen Biber hineinschwimmen. Aber das ist ein Thema für einen extra Film und ich bereite das Material dazu vor, werde dort eine Kamera stellen und hoffe, bald berichten zu können. Danke fürs Zuschauen, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss!